sehr geehrter Herr Bundesminister, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu Hause vor den Fernsehschirmen. Es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, im Hohen Haus hier wissen es alle, trotz monatelanger Ankündigungen wird heute hier überhaupt kein einziges Gesetz beschlossen. Und auch dieser Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen SPÖ und ÖVP an ihre eigene Bundesregierung ist nicht mehr als heiße Luft und wahrscheinlich nicht einmal das Papier wert, auf dem es geschrieben worden ist. Und noch viel schlimmer, es ist genau genommen verdammt gefährlich. Und es erinnert mich auch ein bisschen an ein Märchen, an das Märchen von dem Kaisers neue Kleider. Mit diesem Antrag pusten sie sich auf, pudeln sich auf, blustern sich auf und stehen am Ende doch völlig nackt da. Denn im Gegensatz zu dem, was dieser Antrag suggerieren will, ist das Internet eben keineswegs ein rechtsfreier Raum. Wir haben das Verbotsgesetz, wir haben den Tatbestand der Verhetzung und die beiden gelten in der virtuellen Welt genauso wie am Wirtshausstammtisch. Und die Professorin der Universität Wien, die Frau Professor Reindl-Krauskopf, hat es in einem Interview schon einmal gesagt, nicht die Strafbarkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das Problem, so wie Sie in diesem Antrag suggerieren, sondern die Durchsetzung. Und ich gebe Ihnen was mit von einem intelligenten Menschen, den wir, glaube ich, alle sehr schätzen, nämlich den Professor Holziger, den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs, der nämlich auf eine Frage oder auf die Frage, es wird diskutiert, Fake News, falsche Nachrichten, die im Internet verbreitet werden, zu verbieten, was halten Sie davon, Folgendes geantwortet hat. Zitat, und es ist so wichtig, dass ich es wirklich zitiere und vollinhaltlich. Da mahne ich sehr zur Vorsicht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der Verfassungsgerichtshof und viele andere Verfassungsgerichte qualifizieren die Freiheit der Meinungsäußerung als ein Wesenselement für einer freien Gesellschaft. Aus dieser Freiheit ist abzuleiten, dass auch Meinungen, die für den Staat oder für Teile der Bevölkerung verletzend, schockierend oder beunruhigend sind oder Positionen, die falsch sind, von diesem Schutz umfasst sind. Dieses hohe Gut sollte man nicht in Frage stellen, wenn es irgendwo Erscheinungsformen gibt, die einer strafrechtlichen Sanktionierung bedürfen, wird man die Strafgesetze ändern müssen. Aber eine staatliche Wahrheitsbehörde, das ist apokalyptisch. Und genau das, meine Damen und Herren, ist das, was Sie mit diesem Antrag hier einführen wollen. Eine staatliche Wahrheitsbehörde, die dann entscheiden kann, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und meine sehr verehrten Damen und Herren von der ÖVP, Sie brauchen sich gar nicht zu aufregen. Ich glaube, Sie haben nur aus Koalitionsräson bei diesem Antrag mitgestimmt, weil es war Ihnen sichtlich unangenehm, weil Ihr eigener Justizminister hat Ihnen nämlich im Menschenrechtsausschuss schon mitgeteilt, dass es ein Blödsinn ist, dass es gescheiter ist. Er tut mit Facebook und so weiter verhandeln und setzt die Durchsetzbarkeit um, anstatt hier einen weiteren Antrag zur Strafverschärfung durchzusetzen, weil das ist nämlich nie der Sinn. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Straftatbestände sind durchaus eng gesetzt und stehen immer im Spannungsverhältnis mit der Meinungsfreiheit. Aber es gibt auch eine Freiheit der Meinung, auch wenn uns diese möglicherweise wechselseitig nicht gefällt. Danke. Philipp Schrangl von der FPÖ bezeichnet den Antrag als gefährlich. Die Bundesregierung möchte eine staatliche Wahrheitsbehörde einführen, kritisiert er. Ja.